Miriam hat lange nach einem schönen Bild gesucht und ist zufällig in ihrer Heimat geworden. Zufälligerweise genau da, wo ich herkomme und wo ich gerade bis zum Wochenende noch war, in Rendsburg nämlich. Ein super Sonnenaufgang. Und so gilt es eigentlich für ganz Deutschland, abgesehen vom Süden. Aber da wird es auch besser. Wirklich schönes Wetter. Wirklich, wirklich, wirklich. Es ist Winter. Und für mich wäre es auch völlig okay, wenn es weiterhin so kalt bliebe. Hauptsache, die Sonne scheint. Aber ich möchte mich nicht beschweren, dass die Woche so aussieht. Frühling. Naja, also zumindest die ersten Frühlingsvorboten, wenn Sie beispielsweise in Freiburg bei bis zu 13 Grad windgeschützt in der Sonne sitzen. Der Nordosten hatte ja immer das Nachsehen, aber selbst bei uns geht es langsam bergauf, temperaturmäßig nicht ganz so steil, aber immerhin. Und zu diesen Temperaturen dann auch noch keine Wolke am Himmel. Aber Sie sehen diesen grauen Schleier hier und das ist das Problem im Süden im Moment. Das sind Nebel- und Hochnebelfelder. Aber für die meisten ist es jetzt schon ein richtig toller sonniger Tag. Von Köln eben runter bis nach Berlin, zurzeit noch bedeckt und neblig. Aber wie Sie sehen, wird das ja noch bei Ihnen. Nur in Richtung Bodensee und entlang der westlichen Donau wird das Ganze schwieriger. Dazu schon heute 10 Grad am Oberrhein und auch an den Alpen wie im Nordosten. Wir brauchen noch Handschuhe, Mütze, Schale, das ganze Programm. Sehen Sie, München heute Nachmittag dann auch mit Sonnenschein gesegnet. Und sowieso gibt es auf unserem Flug Richtung Berlin überhaupt nichts zu meckern. In Sachsen heute so knapp über 0 Grad, aber die Sonne scheint genauso wie in der Hauptstadt. Und so ist der 7-Tage-Trend von Berlin. Der Frost in den meisten Nächten verschwindet und tagsüber klettert das Thermometer dann auch mehr nach oben. Bis zu 14 Grad wie am Oberrhein schaffen wir ehrlich gesagt noch nicht, aber immerhin doch viel Sonnenschein. Und Sie haben es vielleicht gerade noch gesehen, so ein bisschen, so ein paar Schauer nämlich am Freitag interessieren noch gar nicht, kommt auch nicht viel runter, stört nicht. Vorher Sonnenschein, 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 kaum eine Wolke. Es wird wärmer und richtig schön in dieser Woche. Gut, ne? Ja, läuft offenbar. Oder? Muss ich nur hier ankommen, dann läuft es endlich. Wir sind stolz auf dich.